restlose Ästhetik und sinnlicher Kunstgenuss. So schön verbinden sich klassische Musik und Anlagenbau. Das Gasteig-Orchester München im Krones Füllerzentrum. Dirigent Christoph Lickleder. Ich finde es großartig. Es ist ungeheuer spannend, dieser Gegensatz zwischen klassischer Musik und modernster Technologie, für die Krones ja bekannt ist. Ich finde es einfach ein wahnsinnig aufregendes Konzert und ich freue mich ungeheuer, dass wir hier dran teilnehmen dürfen. Also es ist einfach die Stimmung in der Fabrikhalle und die Kombination mit der klassischen Musik, also das ist sehr spannend. Ganz fantastisch. Gerade so dieses Ambiente, auch jetzt mit den Lichtern und den anderen Farben hier in der Halle, sehr schön. Die Tage zuvor, wie üblich, geschäftiges Treiben. Nur dieses Mal musste die über 1800 Quadratmeter große Halle komplett geräumt werden. Stühle wurden geliefert, Fenster mit Stoff verdunkelt. Vorbereitungen für einen gelungenen Konzertabend. Ich erhoffe mir, dass die Besucher, die dieses Konzert besuchen, viel Spaß an der Musik haben und vielleicht einfach gute Eindrücke von unserer Produktionshalle mitnehmen. So war es dann auch. Über 1200 Besucher kamen zum Jubiläumskonzert anlässlich der Festveranstaltung 30 Jahre Musikförderkreis Köfering-Neutraubling. Die Schirmherrschaft übernahm Volker Kronzeder. Die Halle füllte sich mit Wiener Klassik. Ja, mir gefällt es riesig. Erstens bin ich Beethoven-Freund. Das war der Hauptgrund, wenn ich jetzt das Konzert anschaue. Bin großer Bewunderer Beethoven-Symphonien, was heute leider nicht mehr modern ist und was wir in Regensburg selten haben, Beethoven-Symphonien. Der Abend gefällt mir ganz gut. Ich bin ja heute das erste Mal da und ich muss sagen, es ist ein ganz ungewöhnliches Ambiente, aber bin positiv überrascht. Gefällt mir sehr gut. Ja, es ist fantastisch. Ich bin natürlich als Bierbrauer sehr angetan von der ganzen Atmosphäre da. Maschinentechnik und klassische Musik, das ist eigentlich eine Sache, die sich nach meinem Dafürhalten sehr gut ergänzt. Und das gefällt mir ganz gut, der Herr Rennert. Klassische Musik und Anlagenbau. Ein spannungsreiches und außergewöhnliches Erlebnis.